Falco hat es ja schon erwähnt, dass Carl Schmitt auch heutzutage wieder sehr aktuell ist bzw. stark rezipiert wird. Ich werde diese Rezeption jetzt erstmal in den Hintergrund stellen und will jetzt erstmal speziell zu Schmitt selbst einiges sagen. Aber vielleicht nur ein, zwei Thesen, in welcher Hinsicht Schmitt heute rezipiert wird. Wir haben natürlich jetzt grob eine links- und eine rechtsschmittianische Rezeption heutzutage. Die rechtsschmittianische Rezeption, die nicht nur im Pegida-Umkreis, sondern auch im Umkreis von führenden deutschen Staats- und Strafrechtlern wie Otto Deppenheuer und Günther Jacobs beispielsweise stattfindet, die Berater der CDU sind. Ist das zu leise? Achso. Ist das verständlich hinten in dem? Ja? Ja, gut. Ich bemühe mich. Also die rechtsschmittianische Rezeption, die bezieht sich sehr stark auf das, was ich gleich am Rande erwähnen werde. Natürlich Schmitts Begriff des Ausnahmezustands, der heutzutage aufgegriffen wird und der Versuch, den Ausnahmezustand, den Schmitt noch sehr punktuell denkt, in einen permanenten Ausnahmezustand zu verwandeln. Bei Günther Jacobs mit seinem Begriff des Feindstrafrechts, wo sozusagen jeder Polizist auf der Straße entscheiden können soll, ob für eine Person im Grunde genommen das Grundgesetz gilt oder nicht. Also die Außerkraftsetzung des Rechtsstaats und eine Art Feindstrafrecht mit Verweis auf das Selbsterhaltungsrecht des Staates ist ein wichtiger rechter Rezeptionsstrang. Ein weiterer, der vor allen Dingen so im Pegida-Umfeld und neue Rechte zu finden ist, ist Schmitts irrationaler und autoritär reklamierbarer Volks- und Demokratiebegriff. Und vor allen Dingen seine Idee einer überverfassungsgesetzlichen Volkssouveränität eines homogenen Volkes. Also das Volk steht immer über der Verfassung als homogene Einheit. In der Linken, oder ich würde sagen in der postmodernen Linken im weitesten Sinne, wird Schmitt als politischer Ontologe wahrgenommen, vor allen Dingen Schmitts Konfliktontologie, also die These, dass Freundschaft und Feindschaft eine allgemein menschliche anthropologische Konstellation sind. Hier, das wird übernommen in einer gewissen Hinsicht. Der Konflikt und Freundschaft und Feindschaft werden als Grund oder Ungrund des Sozialen bezeichnet. Der Konflikt wird als eine Art Selbstzweck gesehen in diesen Theorien. Ich nenne jetzt hier nur die Namen Chantal Mouffe und Ernesto Laclau, die sich sehr stark auf Schmitt beziehen. Aber auch Schmitts dezisionistische Idee einer rational nicht begründbaren Wir-Sie-Unterscheidung, also die sozusagen nicht in irgendwelchen ökonomisch, rationalen oder moralischen Ursachen zu finden ist, wird übernommen. Und schließlich, und das ist auch sehr interessant, der Kampf gegen den Universalismus und Kosmopolitismus, den Schmitt geführt hat, wird ebenfalls in der linksschmittianischen Rezeption übernommen. Na, die positive Besetzung von Nation bei Ernesto Laclau oder die Idee einer multipolaren Weltordnung bei Chantal Mouffe ist hier zu nennen. Gut, aber das sind nur so ein paar Stichworte für das, was sozusagen mit Schmitt heute gemacht wird. Ich denke, das können wir in der Diskussion vielleicht noch mal ein bisschen ausführen. Ich werde mich jetzt nur auf Schmitt selbst konzentrieren und will mich vornehmlich auf seinen Begriff des Politischen konzentrieren, also weniger auch auf die Rechts- und Verfassungslehre, weil das einfach den Rahmen sprengen würde. Meine These wird sein, dass der Begriff des Politischen von Schmitt als wissenschaftlicher Begriff untauglich ist. Ich nehme damit Schmitts exoterischen, also nach außen gewendeten, vorgeblichen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit ernst und versuche, so weit wie möglich Schmitt immanent zu kritisieren. Ich sage vorgeblich, weil Schmitt erstmal vom Gestus und vom Stil her den nüchternen Beobachter spielt. Und das funktioniert und verfängt auch bei ganz vielen Intellektuellen, auch heutzutage. Ja, das ist so ein ganz nüchterner Geist, wird behauptet. Das halte ich für also da geht man Schmitt einfach auf den Leim. Dennoch will ich versuchen, sozusagen diesen wissenschaftlichen Anspruch erstmal ernst zu nehmen und zu zeigen, dass da wenig von übrig bleibt beim Begriff des Politischen. Dann will ich aber zeigen, dass der Begriff des Politischen gar kein wissenschaftliches Programm ist, sondern ein normatives Programm oder selbst ein politisches Programm. Und Schmitt hat es eigentlich auch offen ausgesprochen, wenn Schmitt nämlich sagt, alle politischen Begriffe seien polemischer Art. Dann sagt er damit natürlich, dass auch seine
Theorie und sein Begriff des Politischen selbst ein polemischer Begriff ist, einer, der auf den Kampf ausgeht, ja, der selbst einen Konflikt austrägt mit anderen Positionen. Dieses normative Programm, das will ich zeigen, wird zwei faschistische Punkte beinhalten. Man könnte noch mehr nennen, aber muss ich aus Zeitgründen auslassen. Einerseits den Faschismus als Bonapartismus, das heißt, werde ich gleich erläutern, Schmidt arbeitet der Idee einer faschistischen Diktatur zu, und das macht er nicht erst 1933, das macht er eigentlich schon in einer gewissen Weise 1914 in seiner Frühschrift Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen. Das ist sozusagen die eine faschistische Dimension, also Schmidt will eine faschistische Diktatur in einem weiten Sinne errichten und dafür kämpfen. Und dann will ich zeigen, dass Schmidts Intensitätsbegriff des Politischen, den ich auch erläutern werde, das Ideal einer ernsthaften Existenzweise des Menschen transportiert, das die Verherrlichung von Krieg und Opfer des Einzelnen beinhaltet und die fraglose Gegebenheit völkischer Ganzheiten als obersten Wert postuliert. Damit, denke ich, ist Schmidts Begriff des Politischen ein genuin faschistischer Begriff des Politischen. Ich hoffe, dass ich das im Zuge des Vortrags darstellen kann. Das heißt auch, dass, wenn das ein genuin faschistischer Begriff des Politischen ist, man, ob von rechts oder links, sich darüber klar sein muss, was man sich einhandelt, wenn man sich positiv auf Schmidt bezieht und sei es noch so selektiv. Zunächst zum Begriff des Bonapartismus, also die, sagen wir mal, eher traditionell faschistische Konzeption des Politischen bei Schmidt. Dieser Begriff des Bonapartismus, wie wahrscheinlich einige von Ihnen wissen, stammt von Karl Marx aus seiner Schrift Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte von 1852 und thematisiert vornehmlich den Staatsstreich Louis Napoleons des Dritten von 1851. Das heißt, ein sozialtheoretischer Begriff oder sozialhistorischer Begriff, den Marx entwickelt hat. Der Ausgangspunkt dieses Begriffs des Bonapartismus ist das Problem moderner demokratischer Staaten oder kapitalistisch-demokratischer Staaten, wie Marx sich ausdrückt, durch das allgemeine Stimmrecht der Klasse, deren alte gesellschaftliche Macht sie sanktionieren, der Bourgeoisie, die politischen Garantien dieser Macht zu entziehen. Also zumindest die prinzipielle Möglichkeit, sagt Marx, dadurch, dass das allgemeine Stimmrecht eingeführt wird, könnte ja prinzipiell auch eine sozialistische oder kommunistische Partei gewählt werden, die die Verhältnisse ändert. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Das heißt, politisch ist nicht mehr die Herrschaft der Bourgeoisie garantiert. Das wird sozusagen durch die Demokratie zumindest ganz abstrakt in Frage gestellt, so die Idee. Ein weiterer Punkt dieses Begriffs des Bonapartismus besteht darin, dass das Bürgertum in bestimmten Situationen eine Art Furcht vor einem sozialistischen Umsturz umtreibt. Manchmal gibt es auch noch die Annahme eines Klassengleichgewichts zwischen Bourgeoisie und Proletariat oder sozialistischen und gegensozial- oder antisozialistischen Kräften. Und der eigentliche Bonapartismus besteht dann darin, dass die Bourgeoisie auf eine parlamentarische Herrschaftsform verzichtet, zugunsten einer sich verselbstständigenden Exekutive mit Massenbasis. Ja, also es wird sozusagen ein Führer, ein Präsident oder Ähnliches, der das Parlament außer Kraft setzt oder degradiert zu einem bloßen Akklamationsorgan unterstützt, der radikale Maßnahmen gegen die sozialistische Arbeiterbewegung durchführt und gleichzeitig wird sozusagen ist eine gewisse Form von Massenbasis dabei vorhanden, wobei jetzt bei Napoleon III. Das hauptsächlich die Bauernschaft war, Marx zufolge. Das kann aber variieren. Bei den Faschisten ist es natürlich vor allen Dingen eine nationalistische Ideologie, die diese Massenbasis umtreibt. Und im Gegensatz zum klassischen Bonapartismus unter Louis Napoleon wird im Faschismus auch das Bewegungsmoment, also die Mobilisierung der Massen, die auf die Straße kriegen, die Massen mobilisieren gegen den Sozialismus. Das ist sozusagen ein wesentliches Element eines faschistischen Bonapartismus. Dieser Bonapartismus
kann als Faschismus in der Phase der Hegemonieerlangung und der Allianzbildung mit konservativen Eliten begriffen werden. Ich orientiere mich hier an Robert Paxtons fantastischem Buch Anatomie des Faschismus, der eine Art Phasentheorie des Faschismus aufgestellt hat. Und diese bonapartistische Strategie ist sozusagen eine Art, eine Allianz zwischen faschistischen Kräften und traditionellen konservativen Eliten gegen die Arbeiterbewegung und gegen die parlamentarische Demokratie und den klassischen bürgerlichen Rechtsstaat. Das ist der erste Hintergrund für die Schmidtsche faschistische Intervention, vor allen Dingen Anfang der 1930er Jahre in seinem Begriff des Politischen, der zweiten Auflage von 1932 und in seiner Schrift Legalität und Legitimität von 1933, auch 32. In diesem Zusammenhang formuliert Schmidt eine Kritik des totalen Staats. Und da wundert man sich natürlich erstmal, wenn ich jetzt sage, das ist ein faschistischer Theoretiker, der formuliert eine Kritik des totalen Staats. Und da zeigt sich schon die ganze suggestive Kraft und vor allen Dingen die ganzen begrifflichen Taschenspielertricks, die das gesamte Werk von Schmidt durchziehen. Ist ein vollständig unaufrichtiger Theoretiker, der selten das offen ausspricht, was er meint. Und man muss sich das immer zusammensuchen. Also er hat immer eine exoterische und eine esoterische Ebene der Theoriebildung. Was bedeutet jetzt seine Kritik am totalen Staat? Er unterscheidet hier einen quantitativ und einen qualitativ totalen Staat. Wir müssen uns jetzt zurückdenken in die Weimarer Republik Anfang der 30er Jahre. Was bedeutet die Kritik des quantitativ totalen Staats? Hier ein Zitat von Schmidt. Der heutige Staat ist total aus Schwäche und Widerstandslosigkeit, aus der Unfähigkeit heraus, dem Ansturm der Parteien und der organisierten Interessenten standzuhalten. Also, was ist sozusagen erstmal die Diagnose? Wir haben einen schwachen Staat, der wird bestürmt von Interessengruppen. Heute würde man wahrscheinlich sagen Lobbys oder Ähnliches. Man muss hier schon sehen, dass Schmidt natürlich nicht alle Interessengruppen gleichermaßen meint. Sonst hätte er nicht 1932 vor dem Langnam-Verein, vor diesem Düsseldorfer industriellen Verein, sozusagen sein bonapartistisches, faschistisches Krisenlösungsszenario vorgetragen, sondern was weiß ich, auf SPD-Parteitagen, das hat er aber nicht gemacht. Diese Interessenten, die den Staat bestürmen, das sind natürlich nicht die Bourgeoisie und die bürgerlichen Gruppen, sondern das ist die organisierte Arbeiterbewegung, die er aber selten direkt anspricht. Er tut immer so, als sei er sozusagen auf der Seite eines neutral verstandenen Staates, der als homogen verstandenen Volkswillen durchsetzen will, gegen partikulare Interessen. So tut er jedenfalls. Aber faktisch bezieht sich das auf die Kritik der sozialistischen Arbeiterbewegung. Die wesentliche Gefahr, die Schmidt sieht und gegen die er schon von Beginn der Weimarer Republik ankämpft, ist die Gefahr, also gar nicht die KPD, sondern die SPD, wenn man so will, die Gefahr einer Demokratisierung der Wirtschaft und einer legalen sozialistischen Transformation der Weimarer Republik vermittelt über den Artikel 76 der Weimarer Reichsverfassung. Dieser Artikel 76 der Reichsverfassung ermöglichte, sämtliche Verfassungsartikel durch eine Zweidrittelmehrheit des Parlaments außer Kraft zu setzen und umzuändern. Also es gab keine Ewigkeitsklausel wie in der bundesrepublikanischen Verfassung, die Schmidt ausdrücklich als sozusagen von ihm gelernt, also von ihm sozusagen also dass die Leute von ihm gelernt hätten, begrüßt hat. Also die Gefahr einer parlamentarischen linken Mehrheit durch diesen Artikel 76. Das ist die größte Angst. Um zu zeigen, dass Schmidt im Grunde genommen geradezu paradigmatisch eine bonapartistische Situation oder sozusagen eine Krisensituation einer Paralyse der beiden Klassen zu seiner Zeit sieht, hier ein etwas längeres Zitat. Wenn es heute zum modernen Industriestaat gehört, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer einander mit ungefähr gleicher sozialer Macht gegenüberstehen und jedenfalls keine dieser Gruppen ohne einen furchtbaren Bürgerkrieg den anderen eine radikale Entscheidung aufdrängen kann, dann ist, was es an Staat und Regierung gibt, mehr oder weniger eben nur der neutrale,
und nicht der höhere, aus eigener Kraft und Autorität entscheidende Dritte. Also er sieht sozusagen so eine Art Paralyse der Klassen und der Staat ist im Grunde genommen so eine schwache Institution, die bestürmt wird von diesen Interessenten und die eigentlich nicht mehr aus eigener Kraft handeln kann. Dahinter steckt dann natürlich als positive Variante die Idee eines Staates, der im Grunde genommen eine autonome Instanz ist, die über den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen steht und über den partikularen Interessen. Das ist natürlich blanke autoritäre Ideologie, als gäbe es sozusagen einen völlig neutralen Staat und eine autoritäre Ideologie, die dann wiederum natürlich einer bestimmten Interessengruppe zugutekommt. Also das Klassengleichgewicht und die Gefahr eines Bürgerkrieges werden von Schmidt an die Wand gemalt und das ist die große Bedrohung. Und in diesem Kontext ist eine genuin faschistische Kritik an der liberalen Bourgeoisie zu finden bei Schmidt, die Kritik am Bürgertum als diskutierender Klasse findet sich immer wieder bei ihm in der einen oder anderen Variante zu dieser Zeit. Da die Bourgeoisie, die liberale Bourgeoisie, eine wesentlich diskutierende Klasse ist, so Schmidt, und das ist dann das Zitat schon aus der politischen Theologie 1922 wohlgemerkt, damit ist sie gerichtet, denn darin liegt, dass sie der Entscheidung ausweichen will. Eine Klasse, die alle politische Aktivität ins Reden verlegt, ist in Presse und Parlament, ist einer Zeit sozialer Kämpfe nicht gewachsen. Also deutlicher kann man es eigentlich nicht sagen, worum es Schmidt geht. Ja, also ihr müsst durchgreifen, ihr labert nur, Schwatzbudenkritik. Ja, und dann auch noch die ganzen partikularen Interessengruppen, die einander sozusagen um den Staat ringen, ja, um den Staat ausweiden, wie er auch mal sagt. Das kann es nicht sein, sondern wir brauchen eine autoritäre, durchgreifende Krisenlösung, die diese Paralyse, die zur Zeit der Weimarer Republik zu finden ist, löst. Dazu passend ein Zitat wieder von Paxton, also der sozusagen, als würde hier Schmidt kommentieren, aber es ist eine allgemeine Aussage über die faschistische Kritik am liberalen Bürgertum. Mit ihrer ökonomischen Laissez-faire-Politik, ihrem Vertrauen auf offene Diskussion, ihrem schwachen Einfluss auf die Massenmeinung und ihrer Weigerung, Gewalt einzusetzen, waren die Liberalen in den Augen der Faschisten schuldhaft unfähige Wächter der Nation gegen den von den Sozialisten geführten Klassenkampf. Das ist genau die Position, die Schmidt hier Anfang der 30er und eigentlich schon Anfang der 20er Jahre an die Wand malt, dieses Problem. Gut, was ist jetzt das Ziel von Schmidt? Eben eine bonapartistische Krisenlösung. Er nennt es den qualitativ totalen Staat. Die grundlegende Idee, und das ist eine ganz und gar bonapartistische Idee von Schmidt, und die durchzieht übrigens sein gesamtes Werk von den frühesten Schriften bis zu den spätesten Schriften, ist, dass nicht parlamentarische Instanzen, also jetzt zu dieser Zeit der Reichspräsident, etwas später der Führer, eine, wie er das nennt, Verfassungssubstanz gegen sogenannte zufällige parlamentarische Mehrheiten bewahren soll. Also wieder die Idee, der Parlamentarismus und die Weimarer Verfassung ermöglichen legale sozialistische Transformationen. Wie realistisch die nun wirklich waren, ist eine ganz andere Frage. Es kommt darauf an, was in den Köpfen der Leute da passiert. Das wird ermöglicht und dagegen muss eine Verfassungssubstanz, die unantastbar und unveränderbar ist, proklamiert werden. Und diese Verfassungssubstanz, da findet Schmidt verschiedene Varianten, besteht aber auch darin, das Eigentum, das Privateigentum an Produktionsmitteln zu sichern. Also das ist eines von verschiedenen anderen Momenten, die Schmidt als Verfassungssubstanz begreift, die nicht durch Veränderung einzelner Verfassungsartikel verändert werden können. Im Grunde genommen so eine Art Vorwegnahme einer Ewigkeitsklausel, bestimmte Verfassungsartikel oder die Idee der Verfassung, wie Schmidt auch sagt, die darf nicht verändert werden. Das hat natürlich mehrere Momente, wurde Schmidt auch von einer Staatsrechtlerin aus der Kelsenschule 1933 vorgeworfen. Ja, aber die Verfassungssubstanz, da steht gar nichts dazu in der Weimarer Reichsverfassung. Da steht nicht, das ist die Verfassungssubstanz, die muss bewahrt werden. Schmidt deutet also ganz beliebig das, was ihm passt,
als Verfassungssubstanz, die nicht verändert werden darf, und alles andere, alle anderen Artikel können ruhig durch Zweidrittelmehrheit verändert werden. Das ist also ein sehr beliebiger Zugriff auf die Idee der Verfassung. Ein weiteres Moment, was hiermit zusammenhängt, ist, dass Schmidt den Demokratiebegriff, das passt auch zu den heutigen rechtspopulistischen Strömungen, den Demokratiebegriff seit 1923 von rechts reklamiert. Das heißt, er formuliert hier eine eigenständige rechte Theorie der Demokratie, die davon ausgeht, dass es einen homogenen, vorverfassungsmäßigen und vorparlamentarischen Volkswillen gibt, der nicht vom Parlament, weil das ein ungeeignetes Instrument ist, diesen Volkswillen zu realisieren, meint Schmidt, und nicht in geheimen, gleichen und allgemeinen Wahlen, sondern von einer exekutiven Instanz, dem Reichspräsidenten und später dem Führer, dem sogenannten Führer, repräsentiert und exekutiert wird. Also die Grundidee ist die, dann 33, der Nationalsozialismus ist keine Diktatur, weil der Führer Adolf Hitler den genuinen Ausdruck des homogenen, einheitlichen deutschen, wahren deutschen Volkswillens repräsentiert und diesen realisiert. Was aber der Inhalt des Volkswillens ist, das bestimmt der Führer Adolf Hitler. Also Hitler ist Ausdruck des Volkswillens, bestimmt aber dessen Inhalt. Das ist ein schöner Zirkel eigentlich. Das ist aber die Grundidee der rechten Demokratie, des rechten Demokratiebegriffs. Ein wahrer homogener Volkswillen, der nichts mit Interessenkämpfen zu tun hat, nichts mit faktischen Verfahren der Ermittlung des Volkswillens, sondern mit einem schon gegebenen Willen, wahren Willen, der auch von einem Diktator, den Schmidt dann nicht mehr Diktator nennt, durchgesetzt werden kann. Der wahre Volkswillen, sagt Schmidt, der artikuliert sich auf Massenversammlungen, wenn hoch und nieder geschrien wird. Also sozusagen, Hannah Arendt hat das schon sehr schön formuliert, der Mob ist das Ideal dieses Demokratiebegriffs. Weil alle Verfahren, die die Ermittlung des sogenannten Volkswillens ermöglichen, geheime Wahlen oder Räte oder Ähnliches, von Schmidt fundamental abgelehnt werden. Das ist sozusagen der erste und der Hauptpunkt. Ja, also eine verselbstständigte exekutive Instanz soll den wahren Volkswillen gegen parlamentarische Mehrheiten durchsetzen und am besten das Parlament gleich abschaffen. Ein zweiter Punkt, der für den bürgerlichen Klassenauftrag des Schmidtschen Faschismus sehr wichtig ist, ist seine Idee einer Entpolitisierung der Wirtschaft. Hier das Zitat aus Legalität und Legitimität, dass es einer stabilen Autorität bedarf, um die notwendigen Entpolitisierungen vorzunehmen und aus dem totalen Staat heraus wieder freie Sphären und Lebensgebiete zu gewinnen. Wenn also die Ökonomie entpolitisiert wird, dann ist ja klar, was damit gemeint ist, dass die freie Verfügungsgewalt des Bürgertums über die Produktionsmittel nicht von Gewerkschaften, Mitbestimmungen oder ähnlichen Rechten gestört wird. Also Schmidt ist zwar ein Denker des totalen Politischen, aber das totale Politische, das ist auch und nur dieses ist in der Lage, die nötigen Entpolitisierungen vorzunehmen, sprich die Arbeiterbewegung zu bekämpfen und zu zerschlagen. Das ist sozusagen ein weiterer wichtiger Punkt. Er sagt, der qualitativ totale Staat, der ist sozusagen jetzt wieder fähig, Freund und Feind zu unterscheiden, und er ist total im Sinne der Qualität und der Energie. Der fungiert nicht als neutraler Dritter, sondern in der Rolle eines höheren Dritten. Da lobt Schmidt 1927 bereits Mussolini und Mussolinis Italien und sagt, ja, da ist der Staat sozusagen der höhere Dritte geworden wieder. Und da zeigt sich auch an diesem Lob des Staates, was Schmidt vorschwebt, ja, nämlich die faschistische Form des korporatistischen Staates, der den Klassenkonflikt entpolitisiert und sozusagen in eine korporatistische Form unter Führung der Bourgeoisie stellt. Gut. Vielleicht noch, das lasse ich mal raus. Noch ein sehr schönes Zitat zu diesem völkischen und rechten Demokratiebegriff von Schmidt.
Indem Schmidt das Volk in die Bestimmung des Staates einbezieht, legitimiert er die Herrschaft der wenigen über die vielen durch das, was dieser hätte gefährlich werden können. Als Vielheit ist das Volk eine Gefahr, als Einheit und Idee ist es Grund und Rechtfertigung der Staatssouveränität. Also der rechte Demokratiebegriff, der reklamiert den Willen des Volkes, um das Volk im Sinne einer Beteiligung, wie auch immer, über Parlament oder Räte oder sonst wie, von der wirklichen Partizipation auszuschließen. Das ist ein wesentlicher Kern dieses faschistischen Volksbegriffs und sozusagen eine Irrationalisierung des Volksbegriffs und der sogenannten Mittel, den wahren Willen des Volkes darzustellen, nämlich ein Hoch und Nieder auf dem Feld, ja, bei Massenversammlungen. Das ist sozusagen diese Idee. Wieder Paxton dazu nochmal. Er sagt, dass sich für die Faschisten der Bürgerwille durch die Teilnahme an Massenveranstaltungen ausdrückte. Es geht also im faschistischen Volksbegriff und in dem faschistischen Demokratiebegriff von Schmidt um eine permanente symbolpolitische Mobilisierung, einfache Ja-Nein-Plebiszite und eine systematische Ausnutzung von neuen Techniken zur Kontrolle und Steuerung der Nationalisierung der Massen, so Paxton. Das findet sich fast wörtlich bei Schmidt, der spricht dann davon, entscheidend ist, wie der Wille des Volkes gebildet wird. Durch psychotechnische Mittel der Massenbeeinflussung muss dieser Wille gebildet werden, sagt Schmidt. Da ist er sehr eindeutig, 1923 bereits. Also eine elitäre Instanz, ein Diktator, eine bestimmte Gruppe, die beansprucht, den wahren Willen des Volkes zu vertreten und bildet genau das, was sie zu vertreten beansprucht, nämlich den wahren Willen des Volkes durch Massenmanipulation. Jetzt die Idee von Schmidt. Gut, also so viel erstmal zu dem klassischen bonapartistischen Faschisten Schmidt. Also eine konkrete Intervention in diese Phase 1932, 1933, aber wie gesagt schon ein Jahrzehnt vorher vorgebildet, diese Grundstruktur der Idee, dass eine exekutive Instanz sich verselbstständigt, das Parlament kassiert und zugleich beansprucht, den wahren Volkswillen zu realisieren, aber im Gegensatz zu einem klassischen Autoritarismus dieses Volk zugleich permanent mobilisiert, auf die Straße bringt. Also das ist eben nicht ein klassischer Autoritarismus, der sagt, das Volk soll ruhig bleiben, ne, und zu Hause bleiben, sondern das Volk soll auf die Straße, es soll seine eigene Entmündigung praktizieren. Das ist die Idee des Faschismus, die Selbstentmündigung des Volkes durch seine eigene Partizipation. Und da ist Schmidt, wie gesagt, also wenn man da faschistische Ideologie in Reinform lesen will, kann man das alles schon in den frühen Schriften sehen. Der Punkt ist bei Schmidt, es ist alles in einer meist extrem nüchternen Sprache formuliert und er tut natürlich einen Teufel, sich selbst als Faschisten zu bezeichnen oder ähnliches, aber die Grundstrukturen sind hier schon klar erkennbar. Gut, ich komme jetzt zum zweiten Punkt, an dem Schmidts Begriff des Politischen als faschistischer Begriff zu kennzeichnen ist. Also dieser erste Punkt, denke ich, wenn man da mal genauer hinguckt, kann man bei den ganzen Neurechten aktuellen Publikationen und Verlautbarungen eine ganze Menge finden. Der Appell an den wahren Willen des Volkes, der dann von 5.000, 6.000, 10.000 Leuten auf der Straße repräsentiert wird, die Delegitimierung parlamentarischer Mehrheiten und Instanzen und Ähnliches. Und vor allen Dingen natürlich dieser Gedanke eines homogenen Volkswillens, der sozusagen vorab vorhanden ist, vor allen Aushandlungsprozessen, der ist ebenfalls immer wieder zu finden. Also der zweite Begriff. Das ist der Begriff, der Schmidt als sogenannten politischen Philosophen bekannt gemacht hat, nämlich sein Intensitätsbegriff des Politischen, den er in einer entfalteten Form in der zweiten Auflage des Begriffs des Politischen von 1932 vorträgt. Es gibt auch noch 1933 eine leicht veränderte Ausgabe, die Schmidt später 1963 aber nicht berücksichtigt hat, begreiflicherweise. Was ist die Grundidee des Intensitätsbegriffs des Politischen? Das ist sozusagen das Originelle der Schmidtschen Theorie des Politischen. Der Ausgangspunkt ist die These, der Begriff des Staates setzt den Begriff des Politischen voraus. Das ist der erste Satz dieses Buches oder des Haupttextes, ein sehr undurchsichtiger Satz. Und Schmidt haut immer sehr schneidige Thesen raus, aber man fragt sich, was soll es bedeuten?
der Begriff des Staates setzt den Begriff des Politischen voraus. Ich versuche das zu rekonstruieren, was das bedeuten kann. Zunächst einmal ist Schmidts These diejenige, dass das Politische kein eigenes Sachgebiet neben anderen gesellschaftlichen Sachgebieten ist. Also er spricht immer von dem Ästhetischen, von dem Moralischen, von dem Ökonomischen. Das sind bestimmte Sachgebiete des Gesellschaftlichen. Und es ist nicht so, dass das Politische jetzt nochmal ein eigenes Gebiet neben der Ökonomie wäre. Also wie man es vielleicht sich spontan denkt, das Politische ist das Feld, das sich um den Staat als Gewaltmonopolisten herum gruppiert und steht einer Ökonomie gegenüber vielleicht. Also es ist kein eigenes Sachgebiet. Das Politische, sagt Schmidt, zeichnet sich aus durch die Unterscheidung von Freund und Feind. Das ist das Kriterium des Politischen, also es ist kein eigenes Sachgebiet, sondern durch das Kriterium der Unterscheidung von Freund und Feind gekennzeichnet. Und die Unterscheidung von Freund und Feind bezeichnet den, Zitat, äußersten Intensitätsgrad einer Verbindung oder Trennung von Menschengruppen. Werde ich noch weiter erläutern. Aber es ist die höchste Intensität der Trennung und Verbindung von Menschengruppen, deswegen Intensitätsbegriff des Politischen. Wichtig ist, dieser Feind ist nicht der private Feind, sondern der öffentliche Feind. Also nicht mein Nachbar, der die Musik zu laut aufdreht, dem ich am liebsten die Gurgel umdrehen will, oder irgendjemanden, was weiß ich, auf den ich irgendeinen persönlichen Hass hege, sondern ist der öffentliche Feind. Also ein Feind für eine Gesamtheit von Menschen, die einer anderen Gesamtheit gegenübersteht. Hier das Zitat: Feind ist die stets der realen Möglichkeit nach kämpfende Gesamtheit von Menschen, die einer ebensolchen Gesamtheit gegenübersteht. Und das führt dann zu dem weiteren, also sozusagen nur eine Bedeutungsexplikation jetzt: Die Begriffe Freund, Feind und Kampf erhalten ihren Sinn dadurch, dass sie auf die reale Möglichkeit der physischen Tötung Bezug haben. Also Freundschaft und Feindschaft ist hier nicht symbolische Freundschaft und Feindschaft, und es ist auch kein symbolischer Kampf, den Schmidt meint. Also, was weiß ich, ein Kampf der Worte oder so, das gibt es bei Hannah Arendt, so ein agonales Modell, dass sozusagen man mit Worten symbolisiert kämpft. Nein, bei Schmidt geht es hier beim Kampf um den physischen Kampf, den die reale Möglichkeit des Tötens und Getötetwerdens. Das ist sozusagen der Gedanke von Freund und Feind. Das sind Konflikte zwischen zwei Gruppen, die sich durch diesen Konflikt als Gruppen überhaupt konstituieren, die nicht mehr kommunikativ lösbar sind und zumindest der Möglichkeit nach das wechselseitige Töten und Getötetwerden dieser Gruppenmitglieder implizieren. Also das Politische ist nicht der akute Krieg, sondern die Existenz des Menschen unter der beständigen Möglichkeit des Tötens und Getötetwerdens, sagt Schmidt. Das ist sozusagen der Punkt. Wer ist jetzt der Feind? Der Feind ist der andere, der Fremde, der existenziell etwas anderes und Fremdes ist. Auch das ist natürlich rein tautologisch und ist vollkommen inhaltsleer. Aber es geht etwas weiter und man kann sich dann etwas klarer vorstellen, was Schmidt meint. Was bedeutet, dass der Feind etwas existenziell anderes ist? Das Anderssein des Fremden bedeutet die Negation der eigenen Art Existenz. Der Feind wird bekämpft, um die seinsmäßige Art von Leben zu bewahren. Sie sehen allein schon an dieser Begrifflichkeit, ja, Schmidt als politischer Existenzialist, da kommen immer die ganz urgründigen, urständigen Begriffe, existenziell, seinsmäßig, ursprünglich und so weiter. Also da, das sind solche Begriffe, die immer wieder auftauchen. Also der Feind ist etwas anderes, Fremdes. Und was bedeutet das, dass er etwas anderes ist? Das bedeutet, dass er unsere Art Existenz bedroht. Also die eine, unsere Art Existenz bedroht. Das kann man mit verschiedensten Inhalten füllen. Ich nehme jetzt einfach der Einfachheit halber, ohne das jetzt irgendwie aufdröseln zu wollen, unsere Art Existenz, der Westen und dagegen der Islamismus. Oder unsere Art Existenz, die kapitalistische Bundesrepublik und dagegen die kommunistische Sowjetunion. Das wären solche möglichen Freund-Feind-Konstellationen. Wichtig ist hier noch dabei, dass Schmidt das Politische als anthropologische und unentrinnbare Bestimmung menschlichen Seins deutet. Ich komme da nochmal darauf zurück. Erstmal nur, um das festzuhalten, das ist eine
Form menschlichen Seins, die unentrinnbar ist. Das heißt, die ist auch nicht an die Moderne, an den Kapitalismus oder an sonst was gebunden, sondern eigentlich an alle Formen von menschlicher Existenz. Schmidt spricht da von einem anthropologischen Glaubensbekenntnis, das er damit ausspricht. Und des Weiteren, und das ist jetzt der letzte Punkt, um erstmal diesen Intensitätsbegriff kurz darzustellen, wer der Feind ist, also wer unsere eigene Art Existenz bedroht, und damit muss man auch umgekehrt sagen, was eigentlich unsere eigene Art Existenz überhaupt ist, die nur dadurch kenntlich wird, dass sie bedroht wird, das ist nur durch existenzielles Teilhaben und Teilnehmen möglich, sagt Schmidt. Ich komme da nochmal darauf zurück, werde das gleich problematisieren, diese einzelnen Bestimmungen. Also die Idee ist, es kann kein äußerer Dritter, keine wissenschaftliche Abhandlung und auch nicht irgendein anderes Land kann irgendwie entscheiden, wer jetzt unser Feind ist und unsere Art Existenz bedroht. Das können nur wir selbst. Das klingt jetzt schon wieder sehr partizipatorisch, ist aber jetzt nicht im Sinne der demokratischen Wahl gemeint, wie wir wissen. Ich werde jetzt drei Probleme dieses Begriffs des Politischen kurz anreißen. Das erste Problem, also oder Aporien des Feindbegriffs, die Schmidt hier impliziert und damit auch zumindest andeuten wollen, dass diese erstmal so nüchtern, klar und daherkommenden und wissenschaftlich daherkommenden Begriffe eigentlich unbrauchbar sind, um reale Konfliktsituationen und reale politische Konflikte zu beschreiben. Das erste Problem ist natürlich ein rein logisches Problem. Das ist der Selbstwiderspruch des völkischen Relativismus, der bei Schmidt zu finden ist. Das ist übrigens ein Punkt, der eins zu eins vom Links-Schmidtianismus übernommen und sogar noch ins Extrem gesteigert wird. Bei Chantal Mouffe beispielsweise haben wir einen extremen Relativismus, der jetzt nicht mehr völkisch, sondern kulturalistisch als Diskursrelativismus daherkommt. Also hier wird direkt an Schmidt angeknüpft. Zwei Zitate, die nochmal klar machen sollen, was damit gemeint ist. Das erste aus dem Begriff des Politischen von 1932, die Möglichkeit des richtigen Erkennens und Verstehens und damit auch die Befugnis mitzusprechen und zu urteilen, ist hier nur durch das existenzielle Teilhaben und Teilnehmen gegeben, also wer Freund und Feind ist. Jetzt ein Zitat von 1933, Staat, Bewegung, Volk. Da wird es sozusagen noch mal ein bisschen mehr mit Inhalt gefüllt. Ein Artfremder mag sich noch so kritisch gebärden und noch so scharfsinnig bemühen, mag Bücher lesen und Bücher schreiben, er denkt und versteht anders, weil er anders geartet ist und bleibt in jedem entscheidenden Gedankengang in den existenziellen Bedingungen seiner eigenen Art. Das ist die objektive Wirklichkeit der Objektivität. Sollte also deutlich sein, Schmidt relativiert die Gültigkeit von Aussagen auf eine jeweilige kulturelle oder hier völkische oder rassische Gruppe. Ne, weil man kann ja nur überhaupt was Gültiges aussagen, wenn man da drin steckt und die anderen können über die anderen wiederum nichts Gültiges aussagen. Die Aporie ist ganz klar, der Selbstwiderspruch ist ganz klar. Schmidt stellt sich auf einen Standpunkt, den es seiner eigenen Theorie zufolge gar nicht geben darf, nämlich auf einen objektiven Standpunkt. Er stellt ja objektiv fest, dass alle Erkenntnis nur subjektiv ist. Und das ist der klassische Selbstwiderspruch eines jeden Relativismus. Plötzlich gibt es doch die objektive Erkenntnis. Nämlich wir wissen, dass alles völkisch relativ ist. Und ist das jetzt auch völkisch relativ? Wenn es das ist, ist es belanglos. Wenn es das nicht ist, ist es ein Selbstwiderspruch. Also die artgerechte Relativierung der Objektivität, die soll selbst objektiv sein. Leider, muss ich sagen, hat dieses Argument, obwohl ich es für logisch unanfechtbar halte, noch nie einen Relativisten überzeugt, wenn ich mit dem geredet habe. Aber gut, mir soll es egal sein. Das zweite Problem, das ist jetzt wieder ein inhaltliches Problem. Schmidt sagt ja, die Feindschaft bezieht sich auf eine der realen Möglichkeiten nach kämpfende Gesamtheit von Menschen, die einer ebensolchen Gesamtheit gegenübersteht. Der Feind soll der öffentliche Feind sein, weil alles, was auf eine solche Gesamtheit von Menschen, insbesondere auf ein ganzes Volk Bezug hat, dadurch öffentlich wird, sagt er. Jetzt ist das erste Problem.
wenn der Begriff des Staates den Begriff des Politischen voraussetzt, das Politische durch die Unterscheidung von Freund und öffentlichem Feind definiert ist, welche Instanz, wenn nicht das Entscheidungsmonopol des Staates, die öffentliche Gewalt des Staates, soll die Unterscheidung von öffentlichem und privatem Feind denn machen? Das ist ein zentrales Problem. Also, es muss schon eine Instanz geben, die eine spezifische Menge von Personen, also die Gesamtheit, von der spricht Schmidt, unter sich befasst und für sie verbindliche Entscheidungen trifft. Und das bedeutet, dass Schmidt an dieser Stelle eine zirkuläre Definition des Staates aus dem Politischen und des Politischen aus dem Staat praktiziert. Ja, das heißt also nochmal, Begriff des Staates setzt den Begriff des Politischen voraus, das ist die Unterscheidung von Freund und öffentlichem Feind, aber wer macht den Feind denn öffentlich? Wir hier, die hier sitzen, können nicht entscheiden, wer der Feind der Bundesrepublik ist, sondern das ist eine Instanz, über die wir jetzt unmittelbar, selbst wenn es ein demokratisches und parlamentarisches System gibt, keine Kontrolle haben. Der Souverän entscheidet, auch wenn angeblich das Volk der Souverän ist. Aber das ist noch eine andere Frage. Also, es muss den Staat schon geben, der Staat ist vorausgesetzt, die öffentliche Gewalt ist vorausgesetzt, um zu unterscheiden zwischen öffentlichem und privatem Feind. Und damit ist das Politische dem Staat keineswegs vorausgesetzt, sondern der Staat ist dem Politischen vorausgesetzt. Zumindest an dieser Stelle. Diese Aporie ist eine Aporie. Das heißt, Schmidt kann sie an dieser Stelle nicht lösen, 1932. Was aber wichtig ist, was man festhalten muss, und das wird für den faschistischen Charakter von Schmidts Begriff des Politischen enorm wichtig sein, er macht zumindest schon mal begrifflich die Möglichkeit auf, dass Staat und Politik getrennt werden. Da werde ich gleich darauf eingehen, was ich damit genau meine. Es geht dann nämlich genau um den Begriff des Partisanen, den so viele rechte Linke in den 70er Jahren so toll fanden, weil sie nämlich wirklich in Wirklichkeit schon Rechte waren. Das dritte Problem ist der Intensitätsbegriff des Politischen und ein Punkt, den ich hier noch nicht eingeführt habe, nämlich Schmidts lügenhaftes Plädoyer für die Hegung des Krieges in dem Begriff des Politischen. Da geht es ihm ganz besonders drum. Schmidt postuliert die Identität von Politischem und Staatlichen für die Epoche einer klaren Begrenzung des Krieges und Relativierung der Feindschaft im europäischen Landkriegsrecht zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert. Also er sagt, heute ist schon eigentlich Politik und Staat, das Politische und der Staat auseinandergetreten. Er findet noch keine Instanz, die sozusagen das Politische jenseits des Staates repräsentieren kann. Die kommt dann später, 1963. Ich werde auf den Partisanen noch eingehen. Aber er sagt, zumindest für diese Zeit war Politisches und Staatliches identisch und wir hatten hier eine Hegung der Feindschaft und eine klare Begrenzung des Krieges, jus ad bellum, jus in bello, ein Recht zum Krieg und ein Recht im Krieg, das sozusagen bestimmte Akte im Krieg als illegal und als unrechtmäßig verurteilt. Zugleich, und das ist jetzt schon das Problem, spricht Schmidt vom politischen Gegensatz als intensivster und äußerster Trennung und Verbindung von Menschengruppen mit der beständigen Möglichkeit des Tötens und Getötetwerdens. Und noch ein zweiter Punkt, die Bestimmung des Feindes besteht darin, dass der Feind unsere eigene Art Existenz negieren will und wir deswegen den Feind bekämpfen, weil er uns bekämpfen will. Und nicht einfach nur bekämpfen, sondern er will unsere Art Existenz zerstören. Das ist sozusagen der Punkt. Kritik. Erstens, Schmidt postuliert das ja als ein ontologisches Kriterium. Dieses ontologische Kriterium der höchsten Intensität der Trennung und Verbindung von Menschengruppen trifft genau auf die von ihm vorgeblich befürworteten gehegten Kriege des 18. und 19. Jahrhunderts meist gar nicht zu. Das heißt, da geht es nicht um die Negation der eigenen Art Existenz Preußens, sondern es geht um Schleswig, ne, um Territorialgewinne zwischen Dänemark und Preußen oder sowas. Ja. Es geht aber nicht um die Negation der eigenen Art Existenz, nicht mal zwischen Deutschland und Frankreich. Das heißt, wir haben dieses Kriterium ist sozusagen deskriptiv ungeeignet, um einen riesen Batzen von Kriegen überhaupt begrifflich zu fassen. Das ist nämlich gar nicht die
höchste Intensität der Trennung und Verbindung von Menschengruppen. Und es ist auch gar nicht die Negation der eigenen Art Existenz. Ja, für die armen Hunde, die da auf den Feldern kämpfen mussten, ist es die Negation der eigenen Existenz, aber nicht für die ganze politische Einheit. Dieses Kriterium von Schmidt, das Intensitätskriterium des Krieges, das trifft auf den Kriegstyp zu, den Schmidt immer wieder vordergründig verurteilt, nämlich den Vernichtungskrieg des 20. Jahrhunderts. Da geht es tatsächlich um die Negation der eigenen Art Existenz einer Menschengruppe. Der Überfall auf die Sowjetunion war ein Versuch der Negation der eigenen Art Existenz der Menschen in der Sowjetunion als Vernichtungskrieg. Hier ein Zitat von einem Politikwissenschaftler, Hans Bold, der das nochmal kritisch in Frage stellt. Was ist, wenn Feindschaft die Negation der eigenen Art des Seins bedeutet, eine relativierte Negation? Das passt vorne und hinten alles nicht. Das ist tatsächlich begriffliches Wischiwaschi, was der Schmidt uns präsentiert. Und deswegen ärgert es mich auch immer, wenn selbst bei Kritikern von Schmidt dieser Schmidt immer als klarer und scharfer Denker bezeichnet wird. Das halte ich für einen Mythos. Das ist ein begriffliches Wischiwaschi, was der uns hier präsentiert. Jetzt komme ich zu einem Lösungsversuch der Aporie des Politischen. Und zu einem Punkt, der ja tatsächlich auch sehr wichtig ist, ich sagte es schon, für die Bestimmung des faschistischen Charakters von Schmidts Begriff des Politischen. Es geht um die Theorie des Partisanen, und diese Theorie des Partisanen ist der Versuch einer Bewältigung der theoretischen Aporien des Begriffs des Politischen. Schmidt veröffentlicht die Theorie des Partisanen 1963, also längst in Plettenberg, ja, in seinem Exil sozusagen, von dem aus er ja so viel Einfluss auch immer noch auf die intellektuelle Elite der Bundesrepublik Deutschland ausgeübt hat. Worum geht es in der Theorie des Partisanen? Das ist eine Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen, wie der Untertitel lautet. Das heißt, es geht hier um eine Weiterentwicklung dieses Begriffs, weil Schmidt ganz offenbar gemerkt hat, dass er sich in eine ausweglose Lage begrifflich manövriert hat. Was ist die Lösung? Zunächst einmal, was bedeutet überhaupt Partisanentum? Der Partisan taucht das erste Mal Schmidt zufolge im Zuge der modernen Volkskriege des 19. Jahrhunderts auf. Ja, also die Kabinettskriege von einzelnen, was weiß ich, ausgehobenen Gruppen, die da gegeneinander kämpfen, hochgradig symbolisiert und hochgradig reguliert auf den Feldern, die sind zu Ende und der Volkskrieg wird von Napoleon beispielsweise postuliert. Und in diesem Zuge gerade im Widerstand gegen Napoleon beim spanischen Partisan taucht der moderne Partisan das erste Mal auf, sagt Schmidt. Also Anfang des 19. Jahrhunderts. Was sind die Merkmale des Partisanen? Die Merkmale sind, er ist ein irregulärer Kämpfer, also er ist sozusagen, dürfte eigentlich gar nicht kämpfen, kämpft aber trotzdem, also er bricht alles Kriegsrecht. Sein intensives politisches Engagement, die Mobilität und das ist ganz wichtig für Schmidt, sein tellurischer Charakter, ja, also von Tellus Erde, der ist erdverbunden, der Partisan. Der tellurische Charakter, die Verbindung mit dem Boden und mit der autochthonen Bevölkerung ist aber nur ein Merkmal des echten Partisanen, sagt Schmidt. Ja, wie ein Fisch im Wasser, wie Mao sagt, sich bewegen in der Bevölkerung und mit dem Boden verbunden sein. Was Schmidt hier macht in dieser Schrift, ist durchgehend eine Dichotomie oder Dichotomien aufzubauen. Es geht ihm nämlich hier darum, gerade die linke Idee oder die Idee eines linken oder revolutionären Partisanen fundamental zu kritisieren und einen völkisch-nationalen Partisan rein herauszuarbeiten. Man muss sich mal klar machen, was sozusagen die Lage ist, in der Schmidt das schreibt. Er schreibt es in einer Zeit, in der ein Souverän existiert, den er eigentlich nicht für einen legitimen Souverän hält. Deutschland ist nicht ein souveräner Staat, da herrscht im Grunde genommen der falsche Souverän, Fremdherrschaft. Und da schreibt dieser Schmidt 1963 eine Theorie des Partisanen, die Blaupause für den nationalsozialistischen Untergrund ist. Die könnten sich da direkt drauf beziehen. Was sind Sie sehen hier schon die Dichotomien. Der autochthone Partisan wird gegen den weltrevolutionären Agenten
Gesetz, dieser weltrevolutionäre Agent ist nur ein transportables und auswechselbares Werkzeug einer mächtigen Weltpolitik treibenden Zentrale. Der defensiv autochthone Verteidiger der Heimat wird dem weltaggressiven revolutionären Aktivisten gegenübergestellt und die völkische Sittlichkeit wird dem Absolutheitsanspruch einer abstrakten Gerechtigkeit gegenübergestellt. Und letztendlich der Feind des wirklichen Partisanen ist der wirkliche Feind, das ist die Kategorie, die Schmidt benutzt, und der Feind des revolutionären Partisanen ist der absolute Feind. Also wir haben hier sozusagen, der Partisan folgt auch einer partikularen Moral, einer nationalen oder völkischen Moral und nicht einer universalistischen Moral. Hier ist ein Punkt drin, die Universalismuskritik, die bei Schmidt immer wieder auftaucht und die übrigens auch im Linksschmidtianismus zu 100% ohne jede kritische Reflexion beispielsweise bei Andreas Hetzel geteilt wird. Ich gehe weiter. Der Partisan, was macht dieser Partisan? Welche Bedeutung für den Begriff des Politischen hat er. Der Partisan soll das Politische vom Staatlichen trennen. Das ist Schmidt ja vorhin nicht gelungen. Er ist immer wieder beim Staat angekommen, obwohl er das eigentlich trennen wollte. Und obwohl er schon postuliert hat, das Zeitalter des Staates ist vorbei, das Politische existiert aber immer noch, er hat aber keinen Akteur des Politischen gefunden. Jetzt haben wir einen Akteur, den Partisan. Also, der Partisan soll die öffentliche Feindbestimmung ohne Voraussetzung des Staates praktizieren. Was macht der Partisan? Der Partisan hält sich die Entscheidung darüber vor, wer der wirkliche Feind ist. Die Feindbestimmung ist also eine jenseits des Staates, die durch eine direkte Verbindung zur völkischen Sittlichkeit möglich wird. Zitat Schmidt: Wer für sich in Anspruch nimmt, den Feind zu bestimmen, nimmt eine eigene, neue Legalität für sich in Anspruch, wenn er sich der Feindbestimmung der bisherigen legalen Regierung nicht fügen will. Also da herrscht der falsche Souverän, wir hören nicht mehr auf den und wir postulieren jetzt, wer der wirkliche Feind ist. Der nationalsozialistische Untergrund, der macht genau das. Die Ausländer, die Juden, was auch immer die Nazis so als Feindbilder haben, das sind die wahren Feinde, aber doch nicht, wir folgen doch nicht der Merkel-Regierung oder der parlamentarischen Demokratie. Das ist sozusagen die Aufgabe. Der Feind ist derjenige, der sozusagen das neue Subjekt des Politischen, wenn der Staat einfach das Falsche tut. Und der Partisan soll das Intensitätskriterium des Politischen voll erfüllen, im Gegensatz zu den Kriegen des 19. Jahrhunderts. Da sieht nämlich Schmidt, verdammt, irgendwie passen diese ganzen Kriege überhaupt gar nicht zu meinem Intensitätsbegriff. Und er äußert sich hier unmissverständlich die Nebenzüge des Spiels an, diese Kriege, des symbolischen Kampfes, ja. Wenn ich die Fahne erobert habe, dann habe ich den Feind geschlagen. Hochverrechtlichte Kämpfe, das ist eigentlich ein Spiel. Und ich werde darauf nochmal zurückkommen, leider nur noch thesenhaft, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Das Spiel ist das, wovor es Schmidt am meisten graust auf dieser Welt. Das Spiel ist die Hölle. Aber ich komme darauf zurück. Also der Partisan soll das Intensitätskriterium des Politischen voll erfüllen. Der steht dem Sekuritätsbedürftigen, auf individuelle Kosten-Nutzen-Kalküle ausgerichteten und risikoaversen Bürger entgegen. Ja, die Motivation des Partisanen ist eine Ideologie, ein Ideal, der ist überzeugt, bis in die Haarspitzen. Der ist sozusagen nicht zweckrational, nicht bürgerlich. Das ist übrigens ein wichtiger Punkt einer faschistischen Antibürgerlichkeit. Die meint nämlich nie das ökonomische Bürgertum, den Eigentümer an Produktionsmitteln, das hat Herbert Marcuse schon 1934 sehr schön herausgearbeitet, sondern ein Lebensstil. Jemand, der sich nicht total engagiert für die staatliche Gesamtheit. Und das ist genau der Punkt, der Partisan ist einer, der ist von diesem Verdacht vollkommen frei, dass der irgendwie mit dem Feind Handel treibt, dass es dem um seinen Profit geht, nur statt um die völkische Einheit, dass er sozusagen sich nicht opfern will. Der Partisan, sagt Schmidt, stellt den Ernst des Krieges wieder her. Er merkt also, deskriptiv ist die ganze Theorie für die Katz gewesen, sagt er hiermit selber. Also das ist normativ, da muss einer her, der den Ernst wirklich herstellt, also die höchste Intensität. Wir haben also drei Feindbegriffe, die Schmidt jetzt hier verarbeitet. Den konventionellen Feind, das ist der Feind der gehegten Kriege, wo eigentlich nur noch ein Spiel
zu finden ist oder wo es zugespielt ist, annimmt, der wirkliche Feind ist der Feind des Partisans und der absolute Feind ist der Feind des revolutionären Partisans. Auch hier wieder einige Probleme. Das erste ist die Vermischung normativer und deskriptiver Theorieebenen bei Schmidt, die durchgehend zu finden ist. Das heißt, das ist gar keine wissenschaftliche Abhandlung, was wir vor uns haben. Das ist eine Mischung aus Beschreibung und Bewertung, die Schmidt aber gar nicht kenntlich macht. Ja? Und das ist zumindest ein unkontrolliertes Verfahren, was hier Schmidt macht. Zunächst einmal haben wir eine tendenziöse und völlig willkürliche Einteilung der Partisanen in die echten, nämlich die nationalistischen, und in die bösen oder unechten kommunistischen Partisanen. Also es wäre erstmal zu zeigen, dass das irgendeinen wissenschaftlichen Sinn hat. Ich komme darauf zurück. Schmidt führt damit seine schon im Begriff des Politischen zu findende falsche Universalismuskritik fort, nämlich die These, wer im Namen der Menschheit Kriege führt, der führt besonders grausame Kriege, besonders unmenschliche Kriege. Das ist seine Grundthese. Die ist übrigens auch trifft auch immer wieder in der Linken auf fruchtbaren Boden. Ja, ne, Kriege werden doch im Namen der Menschheit geführt und die sind doch grausam, siehe USA. Niemand leugnet das, dass Kriege im Namen der Menschheit geführt werden und da nicht unbedingt Menschheitsinteressen hinterstehen müssen. Aber die These ist ja, dass diese Kriege besonders grausam sind, weil sie universalistisch legitimiert sind. Dagegen würde ich halten, jetzt in Bezug auf den Partisanenkrieg zunächst, die Grausamkeit des Partisanenkrieges resultiert aus der Irregularität des Krieges und nicht aus dem Universalismus des Partisanen, der da kämpft. Ja, es ist ganz klar, der Partisan ist ja ohnehin rechtlos und kämpft außerhalb des Rechts. Und die, die den Partisanen bekämpfen, die bedienen sich dann auch bald der Mittel des Partisanen selbst, sodass das ein Krieg jenseits von Völkerrecht, von Kriegsrecht zumindest tendenziell wird. Aber auch da gibt es große Unterschiede noch. Ja? Da muss man sich genau die einzelnen Kriege angucken. Moment. Weiter ist zu sehen, ein projektiver Charakter der Kritik des linken Partisanen. Also ich nenne das einen projektiven Charakter, weil genau das, was der nationalistische Partisan tut oder was die nationalistischen Akteure tun und wollen, das projiziert Schmidt auf die kommunistischen Partisanen. Nämlich die Idee der absoluten Feindschaft. Ja, also der Vernichtungskrieg der Deutschen im Osten, das war ein Krieg mit absoluter Feindschaft und ein totaler Krieg mit einem absoluten Feind. Ich habe hier ein schönes Zitat von Raymond Aron aus seinem Clausewitz-Buch, das das eigentlich auf den Punkt bringt. Ludendorff, Hitler allein geben dem eine genaue Bedeutung, was Karl Schmidt absolute Feindseligkeit nennt. Was weder die Verfasser des Versailler Vertrags gemacht haben, noch die Marxisten-Leninisten oder die Sieger des Zweiten Weltkriegs im Westen. Ludendorff und Hitler erheben die Rassengemeinschaft zum Gegenstand der Geschichte und sehen die Feinde dieser Rassengemeinschaft als überhistorische Feinde des deutschen Volkes an, ja sogar aller Völker. Ich sage, dass diese Feindschaft und nur sie allein das Wort absolut verdient, weil sie logischerweise zum Massaker und Völkermord führt. Und das ist genau die Feindschaft der Leute, deren Position Schmidt verteidigt und vertritt. Das ist der Punkt. Also es ist ein projektiver Charakter, es hat sozusagen schon psychopathologische Züge, wenn man so will, was hier als Theorie angeboten wird. Ein weiterer Punkt. Das Kriterium des Tellurischen ist völlig unklar. Was heißt denn Bodenverhaftetheit? Das ist doch eine reine Metapher. Soll das alles Bauern sein? Ja, und was soll das bedeuten, wenn ich Bauer bin? Das heißt, die Unklarheit des Kriteriums des Tellurischen, die ist ganz wichtig für Schmidt, denn ein völkischer Nationalist, der kann aggressiv die Staatsgrenzen überschreiten. Der kann zum Beispiel sagen, Deutschland ist da, wo Deutsche leben. Das haben wir ja jetzt auch in anderen Ländern, die das behaupten, ne? Wie das völkisch-nationalistisch argumentiert wird. Das heißt, da kann man sagen, ja, jetzt müssen wir einen Partisanenkampf gegen die Tschechen führen, weil ne, da leben doch Deutsche und das ist nicht legitim, dass da die tschechische Regierung da was zu sagen hat, im Fall der Sudetendeutschen zum Beispiel. Oder ich kann sagen, jetzt um mal die islamistische Variante zu fahren, überall, wo Moslems leben, da muss die Umma herrschen. Deswegen müssen wir hier reinen Tisch machen. Das ist eine andere Form von angeblich defensiven, aber in Wirklichkeit aggressiver
aggressiven Partisanentum. Der völkische Partisan ist die Inkarnation von Schmidts zentralen normativen Idealen. Er ist einfach, autochton, partikularistisch, total engagiert. Er ist Verächter bürgerlicher Sekurität und er führt eine ernsthafte Existenz. Ich sehe schon, dass ich dazu nur noch einige Punkte sagen kann. Nur noch hierzu zu dem Begriff des öffentlichen Feindes, weil das nochmal wichtig ist. Ist denn der Feind, den der Partisan definiert, ein öffentlicher Feind? Ich meine, ich stelle mich auf die Straße und sage, ich bin Partisan. Dann sage ich, der Feind ist, was weiß ich, die deutsche Bourgeoisie, die müssen wir jetzt abknallen. Oder was auch immer. Finde ich nicht gut. Das ändert an den Produktionsverhältnissen auch nichts. Also der Punkt, habe ich jetzt eine öffentliche Feindbestimmung gemacht? Ich bin einfach nur als Irrer auf die Straße gerannt und habe irgendwas gesagt. Das ist der Punkt. Aber was ist jetzt mit dem Öffentlichen des Partisan? Die These von Markus Lanke ist zu sagen, der Partisan agiert überhaupt nicht in Ausführung einer öffentlichen Sache und als regulärer Soldat, sondern als Privatmann. Und damit ist das ein Widerspruch zum öffentlichen Feind als Kriterium des politischen Feindes. Ich würde aber sagen, es gibt einen, sagen wir mal, einen Umweg, und das ist ein wichtiger Umweg. Vielleicht vorher noch die Frage ist, wann ist denn die Souveränität eigentlich nicht in der Lage, den wirklichen Feind zu bestimmen? Wer soll das eigentlich nach welchem Kriterium bestimmen? Das sagt uns Schmidt auch überhaupt nicht. Ist auch völlig willkürlich. Ja? Karl Schmidt kommt daher und sagt, das ist eine legale oder legitime Souveränität und das ist eine illegitime. Aber nach welchem Kriterium soll das entschieden werden? Da wird wieder vom Theoretiker der homogene Volkswille unterstellt und der Theoretiker ist wieder natürlich der authentischer Ausdruck dieses Volksbilds, also reine Beliebigkeit. Die Lösung dieses Problems ist aber das, was Michael Wild Volksgemeinschaft als Selbstermächtigung nennt. Der Partisan ist der Akteur einer als homogen vorgestellten Volksgemeinschaft unterhalb formaler staatlicher Strukturen. Das heißt, die völkische Legitimität steht gegen die staatliche Legalität. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Und das ist ein genuin faschistischer Punkt. Hier geht es nicht um einen klassischen Autoritarismus, wo sozusagen ein Untertan einer formalen, übergeordneten Autorität blind folgt, sondern hier geht es um den total engagierten, ideologisierten, nationalen, völkischen Partisan, der gegen die eigene Regierung vorgeht, weil die eine schwache Regierung ist in seinen Augen und eine nicht den völkischen Kriterien entsprechende. So eine Idee hatte in einer etwas abgewandelten Form Ernst Jünger schon 1951 mit dem Waldgänger. Und da haben wir übrigens auch die ganzen Erdmetaphern. Urgrund, Urmutter, Urwurzel. Ja, der geht in den Wald, der ist nicht abhängig von Leitungen, während die anderen, die sitzen alle in der Titanic, die von Leitungen abhängig ist und die geht irgendwie unter. Der autochtone Partisan, der Waldgänger, der lebt im Wald einfach und ist nicht dadurch, dass er einfach kein fließendes Wasser hat und keine Stromleitung, aus dem Konzept zu bringen. Da sehen Sie auch den regressiven Charakter und diese Idee, die auch teilweise bei solchen Gruppen wie dem Islamischen Staat oder Ähnlichem zu finden sind, sozusagen das einfache Leben gegen diese westliche, von Leitungen abhängige Zivilisiertheit. Ein letzter Punkt zu den Partisanen noch, ich werde noch 5 Minuten brauchen, ne? Diese Idee hat Schmidt 1914, und das ist wirklich interessant, schon gehabt. Eigentlich hat er die Theorie des Partisanen 1914 schon angedeutet, natürlich in ganz anderem Kontext, in dem wirklich sehr, sehr aufschlussreichen Text Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen. Kurz gefasst Antwort, der Wert des Staates alles, Bedeutung des Einzelnen nichts. Die Zeiten der Unmittelbarkeit, sagt er aber. Also erstens, es sieht wie eine klassisch autoritäre Theorie aus. Man muss sich dem Staat unterordnen, der Staat der repräsentiert die Vernunft und das Gute und überhaupt alles, was irgendwie positiv ist. Nur, dass Schmidt kein Kriterium dafür gibt, zu entscheiden, was gut und vernünftig ist. Das ist auch ein wichtiger Punkt bei ihm immer. Aber es gibt auch Zeiten der Unmittelbarkeit, das heißt, wo wir nicht vermittelt über die staatlichen Autoritäten nur agieren dürfen, sondern unmittelbar agieren. Und diese Zeiten der Unmittelbarkeit, die führt Schmidt gegen die Pflichtwichter an, wie er das nennt. Ein sehr schönes Zitat, was er hier bringt.
Was an einer subalternen Kleinlichkeit und Pedanterie an den Pflichtwichten verächtlich ist, das ist gerade die Unfähigkeit, in einer großen Sache aufzugehen. Die Unfähigkeit zur Abstraktion und die daraus folgende Verwechslung dessen, was hier Staat und Aufgabe genannt wird, mit der vorgesetzten Behörde. Ein zentraler Punkt, das hier ist eine Kritik der instrumentellen Vernunft, nämlich eine Kritik der instrumentellen Vernunft, die den Staat als bürokratische, seelenlose Maschine hasst wie nichts anderes. Der Staat muss aber mit völkischer Ideologie und mit dem Engagement des Volksgenossen gekoppelt sein. Das ist das Ziel, und zwar das Ziel im Jahr 1914, das finde ich wirklich interessant. Das ist ja eine Zeit, wo gerade mal so protofaschistische Bewegungen und Theoretiker zu finden sind. Also dieser sich selbst im Namen völkischer Sittlichkeit gegen die formal zuständigen Instanzen ermächtigende Partisan wird hier 1914 antizipiert. In diesen, nochmal ein anderes Zitat, in diesen ist die Hingabe des Einzelnen an die Idee etwas dem Menschen Selbstverständliches. Es bedarf nicht des straff organisierten Staates, um dem Recht zur Anerkennung zu verhelfen. Recht ist bei Schmidt ein ganz diffuser Begriff, das sollte man nicht mit bürgerlichem Recht oder bürgerlichem Rechtsstaat jetzt gleichsetzen. Also auch hier, der Volksgenosse nimmt selbst in die Hand. Nationalsozialistischer Untergrund. 1:1, perfekt. Das ist das Lehrbuch dafür, die Theorie des Partisan. Das lasse ich weg. Ich werde jetzt nur noch 2-3 Sätze sagen, ohne dass ich die Folien hier weiter benutze. Ich komme zum Schluss und muss hier noch einen Punkt ausführen, ganz kurz. Ich habe ja mehrfach davon gesprochen, dass Schmidt ein normatives Programm verfolgt. Und ich habe mehrfach von einer ernsthaften Existenzweise gesprochen. Und das ist genau eigentlich das normative Ideal von Schmidt. Wir haben auf der einen Seite diese klassisch bonapartistisch-faschistische Option bei Schmidt. Die ist im Grunde genommen eine, die sich vor den Karren bürgerlich-ökonomischer Rationalität gegen die sozialistische Arbeiterbewegung die da sozusagen noch für arbeitet. Dieser zweite normative Gehalt, der zeigt meines Erachtens ein ideologisches Element faschistischen Denkens an, das dazu tendiert, selbst noch diese Indienstnahme für bürgerliche Interessen, ich will hier keine Marionettentheorie oder so behaupten, aber sozusagen, da wird ja schon ein bürgerliches Klasseninteresse verfolgt, in einer gewissen Hinsicht bei faschistischen Krisenlösungen. Aber dieses zweite Moment, dieser Intensitätsbegriff und dieses normative Ideal der ernsthaften Existenz, geht weit darüber hinaus und verselbstständigt sich noch gegen ökonomische bürgerliche Rationalität hin zu einer totalen, ja, ins Irre gehenden Vernichtung. Das zentrale Ideal ist nämlich bei Schmidt die mögliche Opferung des Einzelnen für das Kollektiv. Um das nochmal klarzumachen, was ist sozusagen der Punkt beim Politischen? Der Punkt beim Politischen ist, dass der Souverän darüber zu entscheiden hat, wer der Feind ist. Und wenn der Ernstfall eintritt, der Kriegsfall, dann hat der Souverän die Fähigkeit, uns aufzufordern, uns töten zu lassen und andere zu töten. Also die Möglichkeit des Tötens und Getötetwerdens für die politische Einheit. Das ist sozusagen der Kerngehalt des Politischen. Jetzt ein zweiter Schritt. Der ist besonders interessant. Ich glaube, ich muss es hier tatsächlich doch noch mal bringen. Das Politische also ist also die Existenzform unter der beständigen Möglichkeit des Krieges. Das nennt Schmidt immer wieder eine ernsthafte Existenzweise. Von dieser extremsten Möglichkeit her gewinnt das Leben der Menschen seine spezifisch politische Spannung. Jetzt kommt aber der Punkt. Nochmal zurück, damit nicht alle gleich lesen. Also, der erste Schritt ist ja der, wenn ich jetzt, komme nochmal auf meine beiden Beispiele zurück. Kampf Westen gegen Islamismus, Kampf Kapitalismus gegen kommunistische Staaten. So, also wirklich ganz holzschnittartig. Wenn Schmidt die These vertritt, der Begriff des Politischen ist kein eigenes Sachgebiet, dann könnte das den deskriptiv halbwegs handhabbaren Sinn haben, zu sagen, ökonomische Gegensätze, zum Beispiel Kapitalinteressen, können eine derartige Intensität gewinnen, dass Menschen bereit sind oder bereit gemacht werden, dafür andere Menschen zu töten. Also ein Krieg aus ökonomischen Gründen wäre das. Also ich kämpfe um Absatzgebiete, um Zugang zu Absatzgebieten oder was auch immer. Oder
sagen wir, aus moralisch-kulturellen oder wie auch immer man das nennen will, Gründen oder aus rechtlichen Gründen. Ich kämpfe dafür, die westliche Lebensweise gegen diese verdammten Islamisten zu verteidigen. Das wäre ein Grund aus moralischen, kulturellen oder sonstigen Gründen. Das sieht also so aus, als ob das mit Schmidt machbar wäre, aber Irrtum. Schmidt verbietet uns geradezu, das so zu lesen, wobei es meines Erachtens die einzig sinnvolle Lesart dieses Intensitätsbegriffs wäre. Der Krieg, sagt Schmidt, darf nicht aus ökonomischen, moralischen oder ästhetischen Gründen geführt werden. Dies ist, Zitat, grauenhaft und verrückt. Der Krieg hat keinen normativen, sondern nur einen existenziellen Sinn, und zwar in der Realität einer Situation des wirklichen Kampfes gegen einen wirklichen Feind. Nicht in irgendwelchen idealen Programmen oder Normativitäten. Es gibt keinen rationalen Zweck, keine noch so richtige Norm, kein noch so vorbildliches Programm, kein noch so schönes soziales Ideal, das es rechtfertigen könnte, dass Menschen sich gegenseitig dafür töten. Klingt jetzt ein bisschen nach Gandhi. Ist aber nicht Gandhi. Wenn eine solche physische Vernichtung menschlichen Lebens nicht aus der seinsmäßigen Behauptung der eigenen Existenzform geschieht, so lässt sie sich eben nicht rechtfertigen. Jetzt stellt sich aber die Frage, was bleibt denn bitte jetzt noch übrig? Also keine ökonomischen, keine moralischen, keine ästhetischen Gründe und sonstigen, dafür dürfen wir keinen Krieg führen. Der Punkt ist, es bleibt gar nichts mehr übrig. Das ist der Punkt. Das heißt, das ist hier eine Verherrlichung der Existenzweise unter der Möglichkeit des Tötens oder getötet Werdens. Und diese Existenzweise ist die einzig ernsthafte. Und dagegen steht Spiel, Unterhaltung, Intrigen aller Art, Konsumgesellschaft, Hedonismus und so weiter und so fort. Also der Ernst des Politischen, den auch andere Theoretikerinnen und Theoretiker im 20. Jahrhundert gegen die angebliche hedonistische Versumpfung der Menschen verteidigen wollten, der Ernst des Politischen ist die Möglichkeit des Tötens und Getötetwerdens für den Souverän. Und das ist der existenzielle Zweck des Krieges. Weil, ne, sonst müsste man ja sagen, ja, wenn ich gegen die anderen kämpfe, dann sind es eben ökonomische Gründe oder was auch immer für Gründe. Nein, das ist ja grauenhaft und verrückt. Das heißt, und das hat ein Zeitgenosse von Schmidt, Leo Strauss, in einem Text von 1932 in seinen Anmerkungen zum Begriff des Politischen sehr schön herausgearbeitet. Worum geht es normativ dem Begriff des Politischen bei Schmidt? Um die Bejahung des Naturzustandes. Und hiermit meint er den Naturzustand im Sinne der Konstruktion der Vertragstheoretiker des Krieges, aber nicht des individualistischen Krieg eines jeden gegen jeden, sondern die Bewahrung und Bejahung der Möglichkeit des Krieges von politischen Einheiten, sprich Völkern gegeneinander. Dieses Leben muss bewahrt werden, komme was da wolle. Das ist sozusagen der Punkt. Das heißt, wir haben hier eine Theorie, die nicht auf Gandhi hinausläuft, sondern die auf etwas hinausläuft, was noch viel schlimmer ist als Kriege aus ökonomischen, moralischen, ästhetischen Gründen, nämlich im Grunde genommen eine Verselbstständigung und Verherrlichung von Gewalt und Krieg und Opferung des Individuums. Nur so eine Lebensweise ist tatsächlich sinnvoll. Jetzt müsste ich hier einen kleinen Exkurs machen, den werde ich nicht mehr machen. Das muss man mit Erich Fromms Theorie des autoritären Charakters erklären. Wie ein Hass auf das Behagen, auf individuelle Glücksansprüche, auf unproblematische Leibhaftigkeit, wie Schmidt sich ausdrückt, wie sich ein Hass hier entwickeln kann, das ist nochmal eine eigene zu erklärende Sache. Aber das ist ein Hass, der sich tatsächlich auch viva la muerte in vielen faschistischen Bewegungen auch findet. Und diesem Hass gibt Schmidt sozusagen eine theoretische Form. Das heißt, Schmidts Theorie ist gar keine wissenschaftliche Theorie, sondern Ausdruck eines Ressentiments. Das ist der Punkt. Ich werde jetzt noch einen Satz sagen zu Schmidts, ein schönes Moment, das Zitat steht für sich. Ja, das Zitat steht für sich aus dem Glossarium von Schmidt. Es sind Tagebuchnotizen aus den Anfang der Mitte der 40er Jahre. Nur ein Punkt noch zum Antisemitismus. Ich habe jetzt die ganze Zeit nicht zu Schmidts Antisemitismus gesagt, obwohl der natürlich sehr wichtig ist, auch für seine Theorie. Nur ein Punkt, warum ist der Antisemitismus bei Schmidt so wichtig? Schmidt hat ein Problem. Er hat nämlich ein Problem in der Theorie des Partisanen, sagt er. Wenn unsere eigene Art des Seins überhaupt nur dadurch politisch konstituiert wird, als politische Einheit, indem ich einen Feind bekämpfe,
Also die politische Einheit konstituiert sich ja nur dadurch, durch das Entgegenstehen zu einem Feind. Wenn ich jetzt aber viele Feinde habe, habe ich dann eine plurale Identität, bin ich dann viele, dann bin ich ja gar keine Einheit. Und die Einheit ist sozialpsychologisch das, was Faschisten unter allen Umständen wollen, die absolute völkische Identität. Das ist das sozialpsychologische Grundbedürfnis eines Faschisten. So, und er sagt das ganz offen, ja, wenn ich jetzt viele Feinde habe, dann bin ich ja gar keine Einheit, dann bin ich ja viele. Und er sagt ja selber, der Feind kann wechseln. Heute ist Frankreich der Feind, morgen vielleicht Verbündeter. Aber es gibt einen Feind, der ändert sich nicht. Moment. Der Zwang, einen totalen Feind zu finden, aber doch nur einen, nicht zwei, schreibt Schmidt. Denn Juden bleiben immer Juden, während der Kommunist sich bessern und ändern kann. Gerade der assimilierte Jude ist der wahre Feind. Hier haben wir sozusagen die klassische Formulierung eines modernen Antisemitismus, auch wird auch immer wieder in äußerst bekloppter Weise, wie ich finde, geleugnet, dass Schmidt moderner Antisemit sei. Er wird von katholischem Antijudaismus schwadroniert, das ist alles Unsinn. Das ist moderner Antisemitismus. Wenn gerade der assimilierte Jude ist der wahre Feind, das ist moderner Antisemitismus. Aber welche Funktion hat der Jude jetzt im Sinne des Antisemiten? Er hat die Funktion, die eigene Identität homogen und stabil zu machen. Wir wissen erst, wer wir sind, wenn wir gegen den absoluten unveränderbaren Feind stehen. Dann wissen wir, wer wir als absolute unveränderbare politische Identität sind. Das heißt, dieser Antisemitismus ist für Schmidts Begriff des Politischen gar nicht marginal. Man kann ihn natürlich rausschneiden und alles Mögliche sonst mit Schmidt machen wollen. Aber in diesem System ist er ganz zentral. Also der Jude sozusagen als der ewige Feind und der mich stabilisierende Feind. Ja, das wollte ich noch am Ende sagen. Also hier auch der Antisemitismus spielt eine zentrale Rolle bei Schmidt und diese Rolle ist konstitutiv in die Logik der Freund-Feind-Unterscheidung und des Intensitätsbegriffs des Politischen eingebaut. Und auch hier immer wieder der Gedanke, der sich auch bei allen Nationalsozialisten findet, man wehrt sich ja nur gegen den Juden. Der Jude greift ja die völkische Homogenität an und also unsere eigene Art Existenz. Das heißt, wir verteidigen uns gegen die Negation unserer eigenen Art Existenz im Sinne dieser verfolgenden Unschuld der Nationalsozialisten.